Herzlich willkommen bei uns, Lana Bucic. Doreen Borchert ist auch da. Und herzlich willkommen, Bernd Singelko, Gründer der Arche. Ich habe vorhin schon von ihm gesprochen, will aber mal erstmal bei den alleinerziehenden Müttern nachfragen. Frau Bucic, wenn ich mir das angucke, das ist ein täglicher Marathon, aber in Hochgeschwindigkeit. Immer ein kräfteraubendes Rennen gegen die Zeit. Was passiert eigentlich, wenn Sie mal krank sind? Ja, eine gute Frage, ehrlich gesagt. Also, wenn ich krank bin, dann darf ich ehrlich gesagt im Grunde genommen gar nicht krank werden. Ich muss weiterhin funktionieren. Ob ich das will oder nicht. Krank sein ist verboten. Ja, sozusagen. Leider. Hört sich traurig an, aber es war. Also man kriegt, glaube ich, langsam eine Idee, dass ja jede persönliche Planung eigentlich dann auch unter Vorbehalt steht, weil immer was dazwischen kommen kann. Frau Borchert, was war zum Beispiel nötig, damit Sie heute Abend hier so entspannt im Sessel bei Stern-TV sitzen können? Das geht, Sie können ja nicht einfach zu Hause weg. Nee, das kostet mich viele Blumen bei meiner Mama, denn die ist heute eingesprungen. Die bleibt bei uns über Nacht, weil die muss morgen zwei Kinder rechtzeitig in den Kindergarten und in die Schule bringen. Drücken Sie mir die Daumen, dass das klappt. Hat sie das schon mal gemacht? Nein, das ist das erste Mal. Ich glaube fest an Ihre Mutter. Doch, ich glaube, das schafft sie. Aber das ist natürlich schon für mich auch schwer, das anzunehmen. Ja, und trotzdem sollten Sie die eine Nacht im Hotel in Köln, glaube ich, genießen. Das ist ein rares Gut. Jetzt haben wir gerade gelernt, Frau Bucic hat mit drei Kindern so mehr oder weniger 300 Euro in der Woche zur Verfügung. Bei Ihnen, Frau Borchert, sind es knapp 400, rund 400 Euro in der Woche. Ich würde Sie beide gerne fragen, empfinden Sie sich als arm? Frau Bucic, Frau Borchert, sind Sie arm? Nein, also ich fühle mich nicht arm und ich finde mich nicht als arm. Die Rahmenbedingungen passen nicht, das macht es schwer. Genau, das stimme ich auch der Frau Borchert zu. Also arm fühle ich mich nicht, solange ich das gut managen kann. Einen strukturierten Alltag verlaufen habe. Ja. Ich komme damit zurecht. Aber besser könnte werden. Ich bin auch sicher, Bernd Singelko, viele staunen jetzt vielleicht mal wieder und sagen, ach, guck mal, was eine Alleinerziehende mit Sozialleistungen dann doch so an finanziellen Möglichkeiten zur Verfügung hat. Viele Betroffene, hören wir gerade, sehen sich auch gar nicht als arm. Jetzt könnte man zynisch fragen, was schlägt denn der Singelko immer für einen Alarm, wenn es um Alleinerziehende geht? Also erstmal Hut ab, dass sie es leisten und dass sie es können. Viele schaffen es nicht, viele sind vergessen. Und das, was ich ja schon immer sage, das, was vielen alleinerziehenden Frauen und Männern fehlt, sind existenzsichernde Arbeitsplätze, die es nicht überall gibt und den Spagat, den eine alleinerziehende Person überhaupt schaffen muss. Ne? Wenn die Kinder krank sind, muss sie sich um die Kinder kümmern. Wenn sie selber krank ist, wer kümmert sich um sie? Mhm. Und dann das alles zu wuppen, wer kann so gut auch organisieren? Und wir haben, ich glaube, 500.000 Alleinerziehende, die im SGB II bzw. Bürgergeldbezug sind. Mhm. Alles Menschen, die eigentlich arbeiten wollen. Wir haben ganz viele Frauen in unseren Einrichtungen, die wollen, die gehen auch 30 Stunden in der Woche arbeiten, müssen trotzdem zum Jobcenter gehen, ihr Geld beantragen, anstatt dass nicht alimentiert, sondern subventioniert wird. Also viel besser die Arbeit zu, die Frau, die dann 30 Stunden arbeiten geht, dann 40 Stunden zu bezahlen. Mhm. Was Sie eben gesagt haben, Sie möchten Vorbild für Ihre Kinder sein. Das wollen ja die meisten Eltern auch, aber die Chance wird Ihnen nicht gegeben. Also das ist das zusätzlich Frustrierende und Ausgrenzende, dass man trotz Arbeit dann Anträge stellt und zur Behörde rennt und dass das Geld der Arbeit dann nicht mal reicht. Jetzt. Und das ist ja nicht das Geld, in was in erster Linie fährt, sondern die Perspektive und Würde. Das sagen Sie ja selber. Sie sagen, es geht ja nicht unbedingt in erster Linie um Geld, sondern jeder möchte ja eine Chance haben. Und wir haben Großbetriebe, die können Kita-Plätze einrichten. Wir haben aber nicht genug Plätze für die Betreuung von Kindern. Und wenn heute jemand alleinerziehend ist und keinen Job hat, bekommt er nicht unbedingt einen Kita-Platz, weil die werden vornehmlich für die genommen, die Arbeit haben. Und da beißt sie die Katze dann wieder in den Schwanz, weil dann kommen die Leute ja gar nicht erst in Arbeit. Ich habe geschaut in die Rangliste der Armutsgefährdung, wenn man das so nennen will. Also welche Gruppen, welche Haushalte sind besonders armutsgefährdet? Auf Platz 2 sind die Großfamilien. 3 und mehr Kinder, das leuchtet irgendwie ein. Da sind viele Mäuler zu stopfen, viel zu organisieren. Aber auch ungerecht, weil die müssten eigentlich belohnt werden, die Kinder in unserer Gesellschaft haben. Absolut. Weil wir sterben ja langsam aus. Und unser Rentensystem hängt davon ab, dass Kleine nachwachsen und uns bezahlen, wenn wir alt sind. Mit Abstand auf Platz 1 der Armutsgefährdung stehen die Alleinerziehenden. 4 von 10 Alleinerziehenden sind armutsgefährdet. Woran würden Sie sagen, liegt es? Dann liegt es einfach an der fehlenden Arbeit, wie Sie gerade gesagt haben? Oder woran liegt es? Ich glaube, dass den meisten Menschen gar nicht bewusst ist, was Alleinerziehende leisten und was wir als Gesellschaft auch zurückgeben müssen. Denn wir werden in ein paar Jahren hier sitzen und über Altersarmut von alleinerziehenden Müttern und Vätern reden. Mhm. Und das ist ein viel größeres Problem. Jeder, der heute im Bürgergeldbezug ist, zahlt nicht in die Rentenkasse ein, der zahlt auch nicht in die Steuer ein. Das heißt, da müssen wir nachjustieren. Und da geht ein ganz großes Potenzial von Menschen, die arbeiten wollen, aber keine Chance bekommen. Die sind bestraft, weil sie Kinder haben. Und das kann ja nicht sein. Eigentlich muss man belohnt werden, wenn man Kinder hat. Das heißt also, muss gerade Alleinerziehende viel mehr unterstützen. Sie haben beide Kita-Kinder.
zahlen für einen Kita-Platz auch? Wie ist das bei Ihnen in den Städten geregelt? Also ich bin in einer städtischen Tageseinrichtung, also beziehungsweise meine Kinder sind dort angemeldet, schon der Große war da drin. Da zahle ich zum Glück nichts, im Moment nicht. Aber sobald ich zum Beispiel jetzt die Weiterbildung beendet habe und ins Berufsleben angestiegen bin, dann muss ich natürlich meinen Beitrag beileisten. Ich hab nachgeschaut, auch mit einem geringen Einkommen in Köln kommen dann auch durchaus mal 200 Euro für einen Kita-Platz zustande. Als Topverdiener in Hamburg kann ich mein Kind 5 Stunden kostenfrei in die Kita schicken am Tag. Bei uns leider in Köln ist das nicht der Fall. Also auch komplett ungleich und unfair geregelt eigentlich, ne? In Bayern ist es frei für die Vorschule zumindest. Also ich zahle nur das Essensgeld, aber man braucht einen geförderten Platz auch. Also wenn man einen privaten Träger hat, sieht es anders aus. Das ist wie die Bildung in Deutschland, alles kommunal abhängig. Alle machen es anders und für niemanden ist es so richtig klar, was tatsächlich passiert. Aber da wird ja eine komplette Ungleichheit geschaffen. Also klar, deswegen fühlen sich ja Menschen auch ungerecht. Ich meine, wenn ein Jugendlicher in Berlin sein Abitur macht, wird er in München ausgelacht dafür. Ich meine, das ist das Thema Bildung. Und die Unterstützung von Familien, die ist auch unfair in unserem Land. Und da müssen die Politiker ein bisschen nachjustieren. Und deswegen wundert man sich nicht, dass so ein Wahlergebnis zustande kommt, was wir gerade haben. Für Sie beide ist klar, dass am Ende ein Arbeitsplatz sein muss. Sie arbeiten darauf hin mit der Ausbildung. Sie haben gesagt, ich will auf keinen Fall meine Arbeit verlieren, nie mehr zurück in den Sozialbezug. Was ist, mal abgesehen von dem finanziellen Unterschied, den es hoffentlich auch macht, warum ist das so abschreckend, Sozialbezug zu erhalten? Die Anträge, die sind total schwierig auszufüllen und es werden immer mehr Unterlagen noch gefordert. Also es ist nicht mit einem Antrag getan und dann bekommt man das. Dann ist das Problem auch die Anerkennung auch. Also wenn man da Bürgergeld bezieht, man hat dann so einen Stempel drauf, das möchte man nicht. Also man möchte auch arbeiten gehen. Und für mich ist es auch ganz wichtig, dass ich irgendwie das schaffe, noch fürs Alters vorzusorgen. Also weil ich vielleicht dann auch durch die ganzen Teilzeitjahre armutsgefährdet bin im Alter. Das ist einfach auch wichtig und dass man auch irgendwo aufgehoben ist. Hätten Sie eine Maßnahme, die Sie den Regierenden gerne ins Hausaufgabenbuch schreiben würden, um die Situation von Alleinerziehenden möglichst sofort zu verbessern? Ich glaube, dass Politiker einfach mal hingehen sollten zu den Menschen und sich mit ihnen beschäftigen, anstatt über sie zu entscheiden, wenn sie gar nicht kennen. Das fängt bei den armen Kindern an. Da werden Kindergrundsicherungen ins Leben gerufen, wo man nicht weiß, ob es 2 Milliarden oder 12 Milliarden kostet. Und man macht Gesetze oder man versucht, Menschen zu unterstützen. Und man unterstützt sie gar nicht. Anstatt zu alimentieren, lieber unterstützen und das Potenzial bei den Menschen sehen und ihnen eine Zukunft geben. Denn wir brauchen Menschen, die arbeiten gehen. Und wir haben Menschen, die wollen. Denen macht man es nur schwer. Und es sind hier knapp 3 Millionen Alleinerziehende in Deutschland, die oft nicht gesehen werden für das, was sie hinter verschlossenen Türen leisten. Dass Sie beide heute all diesen Menschen Gesicht und eine Stimme gegeben haben und sie für sie eingetreten sind, dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Doreen Borchert, Rainer Butschig und Bernd Siegelkow. Vielen Dank.